Da gibt es noch Punkte, das ist vielleicht jetzt noch ein klitzekleiner Trost, ja, aber Trost. ich glaube nicht, dass das ein Trost für ihn ist. Dazu ist er zu ehrgeizig. Tja, so. Jetzt wäre es natürlich nett, wenn die Herrschaften zum Interview kämen. Das letzte Mal hatten wir ja den Spaß hier mit dem Sixel, der da mal irgendwie schon, den ich hier reingezogen hat und schwupp ist er raus und gegangen, warum auch immer. Aber gut, das muss er selber wissen. Aber wäre schon schön, wenn man jetzt mal die Herrschaften Broich, Gillis und Schaudernar sowie Schafranka, Ricke und Stellberger hier im Interview begrüßen dürften. Ja, sofern die jetzt schon den Stream eingeschaltet haben und es Ja. auch hören. Ja, aber meistens haben sie ja noch irgendwo jemanden sitzen. So. Ja, Lutz, war auf jeden Fall ein spannendes Rennen, wenn auch ein bisschen chaotisch und durchaus schwer zu moderieren. Ich mache das Ganze ja sowieso erst zum dritten Mal überhaupt, während du wahrscheinlich heute ein 300 oder 400. oder 500. Rennen Ich habe keine kommentierst. Ahnung. Da haben wir den Markus Broich. Das ist schon mal schön. Schönen guten Abend. So, ist das Jowai Motorsports der Jochen Stellberger? Ja. Versucht die mal hier so ein bisschen zusammenzukriegen. Guten Abend zusammen. Einen Guten wunderschönen guten Abend, Abend. So, wir machen jetzt hier mal gleich ein bisschen, oder wir machen mal noch eine Minute Break. Mal den hier raus und spielen noch mal unser Video ein und dann gehen wir direkt in die Interviews. So, herzlich willkommen hier zum After Race Interview hier bei sackschwitze.com im Gemeinschaftsprojekt mit Europa Liga, mit der Europa Liga zur ALM-Serie. Ich habe es jetzt gelernt. Und ich glaube, wir haben heute, also für mich persönlich war es das schwierigste Rennen zu kommentieren. Ich denke mal, für die Fahrer vielleicht nicht unbedingt das schwierigste Rennen zu fahren, aber eines der schwierigsten auf alle Fälle oder der chaotischsten oder wie auch immer man das nennen will. Fangen wir mal in der GT-Klasse an. Das war ja sicher, der Jochen ist leider noch nicht da. Hatten Jochen, ich wir. bin da. Bist da? Ah, Ja, ich Jochen. bin da. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank. Jochen, dritter Platz. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich fragen, wir haben dich ja immer mal so mit in den Top 5 gesehen in den letzten Rennen. War der dritte Platz erwartet oder war das heute wirklich diesen Ausfällen geschuldet? Muss ich sagen, habe ich eigentlich mit gerechnet, dass ich also so in der DS5 so weit komme. Klar, hier
heißt ja, die Devi ist jetzt erst schon mal angekommen. Genau. Und, klar, war auch eigentlich gut im Rennen, hatte dann einen kleinen Unfall, musste halt einmal mehr als die anderen in die Box, als Robin zum Beispiel, hab da halt Zeit verloren, aber letztendlich natürlich super zufrieden mit dem dritten Platz. Und wie gesagt, wie sie heißt, ankommen mit dieser genau. Strecke. Aber ich gehe mal davon aus, du bist happy mit dem dritten Platz. Das, ja, ist natürlich, super. Ja, feine sehr Sache. Zufrieden. Ich sag mal, jeder, der hier heute durchgekommen ist, der hat sowieso erst schon mal komplett ein eigenes Lob verdient. Kommen wir mal zu dem Robin, weil da habe ich wirklich so ein bisschen gezweifelt heute an mir. Von dem Robin kennt man ja eigentlich nur Startreihe 1, schlimmstenfalls mal Startreihe 2, wenn alles daneben geht. Was war heute los? Ja, nicht so wirklich mein Tag, kann ich dazu nur sagen. Also in der Qualifikation, nicht dein Tag oder nicht deine Strecke? Nee, nicht mein Tag. Die Strecke alleine ist durch die Bodenwellen ist sie für mich ziemlich anstrengend, weil ich kriege von sowas ganz schnell Kopfschmerzen. Oha, okay. Und das wird zum Glück einigermaßen gut gelöst, dass es nicht mehr ganz so schlimm war. Und ja gut, dann habe ich in der Qualifikation habe ich einen Patzer drin gehabt. Da habe ich dann schon gedacht, oh, das wird jetzt bestimmt irgendwo Platz 10, Platz 11. Ich weiß es gar nicht genau, von wo ich gestartet bin. Und dann beim Start auch direkt in der zweiten Kurve irgendwie mit irgendeinem Porsche zusammengeraten. Dann hat es mich einmal um 360 Grad gedreht. Dann war ich ganz am Ende des Feldes. Und dann ab da ging es dann stetig immer bergauf. Und ja, als ich über die Ziellinie gefahren bin, oder was heißt die letzte Runde, und dann Johannes vor mir hatte, habe ich erstmal geguckt, so, auf welchem Platz bist du jetzt eigentlich? Und dann sehe ich, dass ich auf 2 bin und dass der direkt vor mir ist. Und ich dachte, ich kriege den dann noch, weil er seine Schürze vorne nicht mehr dran hatte. Aber ja, hat leider dann doch nicht gereicht. Genau. Zum dritten Mal Platz 2, also irgendwann möchte ich dann auch mal auf dem ersten Platz. Ja, das ist aber regelmäßig noch und fein, sauber fahren und solange sich der Robert mit dem Christian schön abwechselt, ist doch alles wunderbar, oder? Ja, genau. Ja, genau. Kommen wir zum Robert. Robert, mein Lieber, ich bin sehr erfreut, dich heute hier auf dem ersten Platz, vor allem in diesem Rennen zu sehen. Du hast ja eine ziemlich wechselhafte Karriere bereits hinter dir in dieser Rennserie. Erzähl mal so ein bisschen. Du meintest jetzt, glaube ich, den Johannes Schafranka. Den Johannes, meine ich. Ach, Herr Jemini, der ist ja gar nicht hier. Den haben wir nämlich noch gar nicht da, ja. Oh, der Gott. Robert wäre dann der Schauderner aus der LMP. Ja, genau. Die beiden verwechsel ich schon seit Anbeginn hier. Warum auch immer. Wahrscheinlich mit dem SCH am Anfang. Das ist in meinem Alter nicht mehr so einfach, den Rest dann noch zu erkennen. Tut mir leid, Robert, sorry. Und vor allem auch tut mir leid, Johannes, so er uns hört. Ja, dann Matthias, dann übergebe ich dir mal die LMPs. Wir gratulieren mal hier aus der Ferne noch dem Johannes zum Sieg. Nochmal alle schon so zusammen. Der Robin sagte, glaube ich, eben schon irgendwie was von diese Richtung. Also natürlich dann von unserer Seite auch nochmal alles Gute. Und herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gebe ich an den Matthias. Ja, dann machen wir es doch in der LMP, genauso wie der Lutz schon in der GT2-Klasse angefangen hat. Wir fangen vom dritten Startplatz an. Das ist dann der Robert. Also erstmal auch Glückwunsch natürlich zum Podium. Dich hat es ja in der drittletzten Runde, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenbekomme, noch übel erwischt. Da hat es dir die ganze Frontpartie zerlegt, was dich jetzt, glaube ich, noch einen Platz gekostet hat, ne? Ja, da stand leider der Olaf mehr oder weniger im Weg und hinter der Ecke habe ich den nicht gesehen. Die Front abgefahren, aber da hatte ich ja noch relativ viel Übung aus dem Testrennen. Und zwar bin ich dort 9 Runden ohne Front gefahren. Also von daher gesehen wusste ich schon, wie viel noch geht. An die Box hat sich dementsprechend nicht gelohnt, weil es deutlich länger gedauert hätte, das zu reparieren. Ja, davon sind wir dann auch ausgegangen. Ich habe noch scherzhaft gesagt, dass dir es vermutlich lieber gewesen wäre, wenn es den Heckspoiler zerlegt hätte, weil du es ja hintenrum gern ein bisschen lose magst, ne? Richtig. Aber der Lutz konnte mir das nicht so ganz glauben, aber ich glaube schon, dass das noch zutrifft, ne? Ja, den Platz 2, das kam für mich ja so ein bisschen überraschend. Ich habe es im Stream auch so ein, zwei Mal erwähnt, dass der Ralf ja gemeint hat, er hätte nicht ganz so viel trainiert und dann haben wir den schon das ganze Rennen über da konstant auf P2 gesehen und auf Position 6 gesehen und jetzt am Schluss noch Position 2. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier wenig trainiert habe.
Ich hab das so rausgelesen, ja. Nein, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe schon ein bisschen trainiert. Aber ja, mein Rennen war eigentlich total beschissen, um ehrlich zu sein. Ja, ja, eigentlich schon. Ja. Wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, direkt am Start ist mir der Martin ein bisschen ins Auto reingefahren. Da hatte ich schon mal leicht die Mauer touchiert, hatte einen Schaden. Leichten. Dann ging es aber einigermaßen gut weiter. Und irgendwann, weiß nicht, Runde 20 oder so, standen dann plötzlich zwei LMPs da an der Stelle, an der schnellen Linkskurve, standen genau vor mir. Und ja, haben nicht mehr ausweichen, voll reingeknallt. Auto kaputt, dann musste ich meinen Boxenstopp vorziehen, was mir natürlich die komplette Strategie verhagelt hat. Ja, und dann war ich, glaube ich, auf 15 oder so zwischendrin oder 13, ich weiß gar nicht mehr genau. Irgendwie auf jeden Fall ganz weit hinten und ja, keine Ahnung, wie ich jetzt auf 2 vorgekommen bin. Kannst du mir selber nicht erklären. Ja, wie du meinen bekommen hast, das weißt du. Ja, wie ich deinen bekommen habe, das habe ich gesehen, ja. Ja gut, einen weiteren Platz hast du dadurch gewonnen, dass der Jonathan 8 Minuten vor Schluss noch ein Disconnect hatte, ja, was jetzt auch dem Markus, und da würde ich jetzt gern überleiten, dann auf die Position 1, auch jetzt noch nach ganz vorne gespült hat, aber trotzdem natürlich nicht unverdient, und herzlichen Glückwunsch auch dir. Wie war es jetzt aus deiner Sicht? Ich denke, bis zu dem Ausfall vom Jonathan warst du, denke ich, so etwa eine Minute 20 auf Position 2, aber nach hinten, denke ich mal, war es relativ sicher, also wäre da jetzt aus deiner Sicht einfach ruhiges zu Ende fahren auf dem Plan gestanden? Ja, das hatte ich eigentlich vor, weil da war ja dieser komische Zwischenfall, wo der GT2 meinte, vor der Kurve gar nicht bremsen zu müssen und dann quasi voll in mich reinfahren müsste. Ja, auf Platz 1 liegend und dadurch muss ich halt einen zusätzlichen Boxenstopp machen. Und da hatte ich mich eigentlich schon mit Platz 3 oder 2 abgefunden, was eigentlich dann auch okay gewesen wäre. Ja. Ich glaube, Lütz, dann wissen wir jetzt auch, wer der LMP war. Genau, jetzt wissen wir, wer der LMP war, aber wir können dich einigermaßen beruhigen, Markus. Der Stefan, der muss ein Problem gehabt haben, weil so wie der da hinten reingefeuert ist, das kann niemals Fleck, also irgendwie, weiß ich nicht, verpasster Bremspunkt gewesen sein. Der hat mit Sicherheit kein Pedal gehabt. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil der ist ja mit so einer affenartigen Geschwindigkeit, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, ich könnte das wahrscheinlich aufklären, aber das hat okay, jetzt gut. Hier nichts zu suchen. Gut, okay, dann aber auf alle Fälle auch von mir nochmal an dich herzlichen Glückwunsch, dass das zum Schluss noch geklappt hat, wenn es dann auch auf Kosten eines wahrscheinlich sehr, sehr frustrierten ja, ist der Jonathan Erching geht. Aber letztendlich, that's race und kann man nicht anders sagen. Auf alle Fälle muss ich mal aus meiner Sicht der Dinge, der ich ja nun hier relativ wenig Einblick habe, sagen, alle Achtung, was ihr hier abgezogen habt, auf dieser Strecke mit so einer Menge Autos, also die Ausfallquote insgesamt war natürlich erwartungsgemäß, nee, war hoch, aber nicht so, wie wir es erwartet. Also wir hätten schon noch deutlich mehr, noch schlimmere Sachen erwartet. Vor allem der Start war wirklich da top aus. Also großes Kompliment an alle, die hier durchgefahren sind, die überhaupt hier auf die Strecke getraut haben. Das muss man mal ganz klar sagen. Genau, da kann ich mich nur anschließen, Lutz. Auch von mir herzlichen Dank an alle Mitfahrer und auch natürlich wieder an dich, Lutz, für die Möglichkeit, dass wir hier streamen konnten. Ach, auch hallo. Wenn wir es beide heute, glaube ich, ziemlich schwer hatten zum Kommentieren. Und ich denke, dass wir da in 14 Tagen dann auch wieder aus der Kommentatorenkabine ein besseres Ergebnis abliefern. Und alle, die uns jetzt noch hören, nehmt euch ein Bierchen, setzt euch jetzt gemütlich hin. In ungefähr einer Stunde gibt es den Stream zum Download irgendwo. Und so sehenswert ist der, glaube ich, heute nicht. Jedenfalls nicht, was unsere Moderation betrifft. Aber vielleicht ist die eine oder andere nette Szene dabei. Wir wünschen euch allen noch einen schönen Sonntagabend, auch wenn er nicht mehr sehr lang ist, aber immerhin. Und eine tolle Woche. Wir sagen Tschüss und viel Glück für das nächste Rennen in 14 Tagen hier an derselben Stelle.